大家好，我是 Toby， 今天特别特别冷，我觉得零下20度。在这个天气，我特别喜欢吃火锅、烧烤或者酸菜炖白肉。今天可能好想吃酸菜炖白肉。那先我们去超市买猪肉吧，给你们看一看德国的超市里猪肉多少钱。这是德国的阿里，在中国也有吗？那我们进去吧，看一看猪肉多少钱。Let's go。还有咖啡、面包。阿里非常便宜，你们看德国的杯子，3毛。还有水。一瓶水1升2毛，还有巧克力，你们喜欢吃巧克力吗？这是 Nuss Chocolate。这里有猪肉，这是 Filet。哇， Filet 这里很贵，9.5块。还有啥？还有没有5号肉吧？有那个 Schweineminuten Steaks， 1公斤要7.5块。这个可以用吗？你们发个弹幕吧。好，我们应该试试这个能行。我好饿。Super， dann bis gleich。我爸爸刚说他今天要做酸菜，哈，太好了，那我们去他那儿一起做酸菜。Let's go。现在我们开始做酸菜，德国酸菜。你们看一看中国酸菜有没有区别？So, jetzt müssen wir erstmal die oberen Blätter wegmachen. Schmeckt wie Kohlrabi. Das ist mein altes Modell und das ist hier mein neues. Die sehen aus wie aus dem letzten Jahrhundert. Ja, das ist auch aus dem letzten Jahrhundert. So, okay. Mach das ohne.Echt? Ist nicht gefährlich? Gar nicht. Ist doch voll viel Arbeit, oder? Aber es lohnt sich. Jetzt brauchen wir die Waage. Warum wiegst du das alles? Warum schmeißt du nicht einfach rein nachher? Ich schmeiß das jetzt hier rein, 1 Kilo, und dann nehme ich 1 Teelöffel Salz. Ah, okay. Ich nehme dann Himalaya Salz.Das ist genau abgewogen. Ja, natürlich. Weil wenn ich das nicht so mache, ich habe das schon mal anders gemacht. Und dann war das sehr, sehr... Ne? Jetzt mal genau auf 1 Kilo. Pro Kilo 10 Gramm. Jetzt kommt das Wichtigste. Wir brauchen den Krauttopf. Warum machst du eigentlich die ganze Arbeit? Warum kaufst du nicht das Sauerkraut einfach im Laden? Das ist doch viel günstiger. Weil es viel gesünder ist. Es ist nur Kraut.Und nur Salz, und zwar ohne Aluminium. Sonst kommt immer Aluminium dazu, damit es besser rieselt. Und das will ich nicht. Ich will, dass wir uns gesund ernähren. Wie im Garten. Deswegen bauen wir alles an. Ni men zai zhongguo yi gong xin suan cai yong ji ge shao zi yan. Ni men yu yan gei wo ba. Da sieht man schon, wie es runtertropft.Das ist schon die Flüssigkeit. Hier kommen die Steine drüber. So, das kann man auch wegmachen. So. Eigentlich sind wir jetzt fertig. Der Deckel drauf. So, jetzt ist er dicht. Jetzt kann das Sauerkraut fermentieren.Und irgendwann können wir ein richtig tolles Essen machen. Gesund und voller Vitamine. 酸菜还有2个礼拜才能吃，我们先回家忍一忍吧。你们觉得中国酸菜和德国酸菜一样吗？留言给我吧，爱你们啊，拜拜。皓月飞扬问我。请问托比，德国生小孩养小孩，基本国家承担，生小孩还有奖励，这个是真的吗？在德国生小孩是有补助的，每个小孩每个月
可以得到差不多200欧。如果你有三个孩子，你就有差不多600欧。这个会一直到18岁。如果你有上大学，国家会给补助到25岁。当然，如果你有孩子，你交的税也会少一点。爱你们，拜拜。